So, meine Damen und Herren. Kommen wir mal vor Gericht, wa? Herr Sablowski ist heute leider nur so anwesend, weil Herr Sablowski hat sich eine Krankheit eingefangen. Die Krankheit, über die wir nicht sprechen. Deswegen ist Herr Sablowski heute nur im Geiste da. Und nicht mehr und nicht weniger. Gute Besserung an Herrn Sablowski, wa? Herr Sablowski? Richtig. Finde ich schön. Endlich ist hier mal Ruhe im Gerichtssaal und nicht immer so ein blödes Gequatsche. So. Meine Damen und Herren, es geht los. Herr Sablowski hat die Akten vorbereitet. Bemerkung. Herr Sablowski hat sogar Bemerkung geschrieben. Ich gehe jetzt in den Rico-Bereich. Wir suchen. Ich habe mir übrigens auch euer Feedback angehört und habe nochmal ein bisschen was angepasst. Damit sie jetzt auch endlich mal die Eingaben der Bremse und der Bremse und des Gaspedals sehen können. Weil es gab ja doch den einen oder anderen, der sich da ein bisschen beschwert hat. Das haben wir jetzt natürlich geändert. So. Jetzt muss das hier nur erstmal durchladen, das Ganze. Dauert einen kleinen Moment. Ist heute wieder der Tag, wo, ja, nee, doch nicht, geht. So, was haben wir denn hier? Hier hat's wohl gebumst. Hier hat's wohl richtig gebumst, Chat. Aber ich glaube, wir haben auch keinen Ton. Nee. So, dann schauen wir mal. Sollte eigentlich alles passen? Prima. Wir haben jetzt offiziell den Entschärfungsbalken. Habe ich ihn extra hier vorne mal hingebaut. Ist amtlich auch abgesegnet. Schauen wir mal, was hier vorgefallen ist. Bei Nummer 17. Kein Ton. Verfahrensfehler. Oh, was haben wir denn hier? Ja, what the fuck? Was ist denn da passiert? Huch! Das ist schon, also wenn ich da jetzt mal meine richterliche Härte reinstecke, dann ist das doch schon eine Dive-Bomb oder was? Eieieiei. Und das auch noch in der ersten Runde. Oh oh. Ich gucke mal kurz in die Akten, was Herr Sablowski dazu geschrieben hat. Minus 80. Minus 80 Elo und 04 SR. Und das in der ersten Runde? Eieieiei. Ich würde ja. Herr Sablowski. Ach nee, sie sind ja gar nicht da. Sie sind ja krankgeschrieben. Minus 80. Das ist ja eigentlich, also. Also, ihr müsst heute mal den. Also, Entschuldigung, aber ihr müsst da mal. Heute müsst ihr mich bremsen. Weil ich würde dem auch einfach. Oh, wir haben einen 3-Tage-Bann gekriegt, Chat. Wir haben den 3-Tage-Bann bekommen. Ist nicht nur ein Monat, jetzt kann man auch 3 Tage reinzimmern. Ui, ui, ui. Da gehen wir aber mal ganz schnell forschen. Da gehen wir mal schnell forschen bei dem jungen Mann. Oder Dame. Oh, der ist noch nicht aufgefallen. Das ist noch ein Jungspund. Ist noch nicht aufgefallen. Dann gehen wir doch mit dem Vorschlag von Herrn Sablowski und machen da. Da machen wir minus 80 raus. Weil so, sonst können wir da die volle Härte nicht. Das geht nicht.
Wir können da nicht, also wir können, ja, nee, wir können da nicht voll durchziehen, Chat. Das ist doch kein Bann, Maga, aber sowas von ist das ein Bann. Hör mal auf. Willst du mich verkackeiern oder was? Da ist voll reingehalten worden. Ohne Rücksicht und Verstand. Soll ich dir das nochmal zeigen? Soll ich dir nochmal zeigen, was der gemacht hat? Ohne Rücksicht, ohne Verstand? Hä? Hier. Einfach sinnlos ringehalten. Ohne Rücksicht auf Verluste in Runde 1. Wenn es nach mir gehen würde, würde er jetzt 2 Tage Pause haben. Und weißt du auch warum? Weil dann ist, wenn das nicht hart geahndet wird, dann ist das Verhalten hier völlig okay. Weil 80 Elo und 0,8er Safety Rating ist absolut keine Strafe dafür, was da passiert ist. Die Tür ist da an keiner Stelle offen. Für irgendwas. Also, m-m. Wo will er denn da hin? Also, erstens mal, wo soll er hin? Wo soll er hin? Und wo will er hin? Also, hm? Und vor allem, das kommt noch dazu. Wie will er aus dem Winkel denn da rumkommen? Mit der überschüssigen Geschwindigkeit. Das funktioniert gar nicht. Also egal, ob die Tür... Okay, pass auf. Wir nehmen mal das Argument, die Tür ist offen. Ja? Wir nehmen mal das Argument, die Tür ist offen. Die Tür ist halb offen. Aber er fährt nicht so, als wenn die Tür halb offen ist. Denn er ist viel zu schnell. Und er ist auch nur um die Kurve rumgekommen, weil der McLaren ihn reingedrückt hat. Ansonsten wäre er nämlich so gefahren und dann rum. Aber nicht so. Sondern so und dann rum. Und das hat er nur geschafft, weil er Bing-Bong mit dem McLaren gespielt hat. Und das ist Runde 1. Und in Runde 1 kannst du dieses Verhalten, und wir wissen alle, wie es, wie kacki das ist, wenn in Runde 1 sowas passiert, das muss halt schleunigst unterbunden werden. Und da müssen härtere Strafen her. Also ich würde ihm 3 Tage Pause geben dafür. Wenn er dann schon mal auffällig gewesen wäre. Ist er aber nicht. Falsche Taste. Hier wollen wir hin. Er war aber nicht auffällig. Dementsprechend wird es nur eine 80 und eine 04. Tschüss. Abgeschickt. Immerhin nicht Turn 1, ja. Aber immer noch Runde 1. Wild. Das ist ja schon mal ein guter erster Anfang. Mit einer klassischen Dive-Bomb. Habe ich schon gesehen, Nick Next. Habe ich schon gesehen. Was haben wir jetzt? Was hat denn der Herr Sablowski hier nach Hause gesucht? Aha. Moment. Da ist er. Was haben wir denn hier? Der Text hat mir gefallen. Oh, wir haben Ton. Der Text hat mir gefallen. Zu spät gebremst und volles Kanonenrohr an mich rein. Großartig, das ist eine Beschreibung, die liebe ich. Na gut, gucken wir mal in die Beweislage rein hier. Falscher Raum. Warte. Hey, Sablowski sieht aber auch heute so bezaubernd aus. Warum haben wir eigentlich noch Musik an? Wisst ihr, mal so ein kleiner Tipp. Also ich meine, ich bin auch nicht der schnellste Fahrer und ich bin auch wahrscheinlich nicht der beste Fahrer für einen Zweikampf, okay? Aber wenn du auf der Geraden schon so weit weg bist,
So, ja? Also wenn du beim Grün ankommst, du merkst eigentlich, da komme ich nicht vorbei, dann würde ich mich doch lieber hinten einreihen, die Kurve ein bisschen relaxter nehmen und besser rauskommen. Der BMW fährt eine ganz normale Linie. Er fährt innen. Und jetzt fährt er eine ganz normale Linie. Also die Linie passt so oder so nicht, weil er von der Mitte anfährt, aber er hat sich für eine Linie entschieden. Und der Bentley hat sich nicht entschieden. Wäre der Bentley außen gefahren und hätte über das Curb den Schwung mitgenommen, wäre er auf der nächsten Gerade vorbei gewesen, weil er besser durchgekommen wäre, weil der BMW einen sehr strammen Winkel hatte und mehr bremsen musste, um durch die Kurve zu kommen. Hm. Ist auch wieder so, weiß ich nicht. Schwierig. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz drin hier, was der nette junge Mann schon so. Messerhorn aber doch bitte nicht vor Gericht, Mann! Okay, wurde hat auch noch nichts weiter. Hat auch noch nichts weiter. Schuldig im Sinne der Rennintelligenz. Kappa dies wurde präsentiert von Amazon Prime, mit dem auch sie einen Schuldspruch setzen können. Der hat auch noch nichts gemacht, Chat. Gleich. Da müssen wir ihn, einfach von freisprechen. Also nicht freisprechen, aber es wird 60 und minus 3. Nee, das wird bestraft. Das wird bestraft. Da gibt es keine Verwarnung. Nee. Dafür gibt es keine Verwarnung. Also das war wirklich sehr, sehr unnötig. Und das hätte man auf allen Ebenen vermeiden können. Also da war nicht mal ansatzweise die Möglichkeit, ihn zu überholen, dass das ein Rennunfall ist. Also nicht mal ansatzweise ist das hier ein Rennunfall. Wenn wir uns das mal angucken, wie weit er da noch zurück ist. Das ist eindeutig. Hier hätte er schon ein bisschen lupfen können. Er hätte jetzt nach außen fahren können und da anfahren können, aber er hat sich dafür entschieden. Und das im Leben nicht. Dafür hat er auch wieder viel zu spät gebremst. Ich meine, man kann ihm anrechnen, die Möglichkeit als Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Man kann ihm anrechnen, dass er versucht hat auszuweichen. Also er hat mitgekriegt, dass er Käse gemacht hat. So muss man auch beachten. Aber das ist auf jeden Fall eine Strafe. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Das gibt minus 60. Minus 60 gibt das. Und 03. Abflug und Abfahrt. Akte ingereicht. Ist aber auch nicht so einfach zu lernen, muss man dazu sagen, hinter einem anderen zu fahren. Das ist wirklich nicht einfach, hinter anderen Leuten zu fahren. Nächste Akte ist 5461. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein... Oh... Ich habe einen Hinweis, der nächste Penalty sollte ein Bann sein. Das ist ja Musik in meinen Ohren. Meine Damen und Herren. Der Hammer ist heiß. Ich würde dir gerne meinen Report zeigen, was du dazu sagen würdest. PS, nee. In den Report ist ein Fehler. Ihr habt ihr noch Plus gegeben. Valkyrie, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Der nächste Report sollte ein Bann sein. Ich sehe das schon. Ist scheinbar ein etwas wilderer Fahrer. Hat sich in Runde 2 Turn 19 verbremst und ist gerade ausgefahren und dann ist er unsicher wieder auf die Strecke gefahren. Na, dann schauen wir mal. Dann gucken wir mal rein hier. Kein Ton. Was?
Sag mal, was bin ich sehend? Ha! Herr Sablowski hat einfach mal minus 80 und SR von 04 Abzug ausgesprochen. Ha! Ha! Das sehe ich aber ein bisschen anders. Also Penalties, das sind, also er hat schon, also er hat jetzt, Vorstrafen hat er und die hat er alle in 4 Wochen gesammelt. So, jetzt gucken wir mal rein kurz. Also, 14 Rennstarts hat er gehabt. Davon hat er schon 2 Penalties gehabt. Er hat einen am 9.1. und am 17.1. kassiert. Das heißt, der Kollege, wenn wir jetzt mal so die Races durchgucken, ist er eigentlich, kann man sagen, okay, ist drauf. Also sieht wirklich safe aus. Wirkliche, also meine ich ernsthaft. Wenn wir in den Akten, er hat jetzt in den letzten, also wenn wir alle seine Rennen durchgucken, hat er 1, 2, 3 Rennen dabei, wo SR-Rating abgezogen wird. 3. Aber er hat schon 2 Reports gekriegt. Und die sind beide durchgegangen. Also ich würde ihm 3 Tage Pause geben. Bin ich ganz ehrlich. Weil der Rejoin ist schwierig. Also der Rejoin ist wirklich schwierig. Und das ist auch so eine Sache, die sollte, also beim besten Willen sollte sowas nicht passieren. Also niemals. Das ist das kleine 1x1. Jetzt gucken wir nochmal schnell nach der Runde. Das ist die zweite Runde. Nee, die zweite Runde ist das. Das ist die zweite Runde, in der dieser Vorfall passiert ist. Also wenn ich es mit meiner Härte aussprechen würde, würde ich ihm 3 Tage Bann geben, minus 80 Elo und 04 SR. Und jetzt ist Herr Sablowski nicht da, der mich normalerweise davon wieder runterholt. Aber das ist für mich auf jeden Fall ein Bann. Also 3 Strafen in einem Monat aus 24 Starts, die er getan hat, ist schon wild. Also ich möchte dann, warte mal kurz, ich gucke mal gerade eben bei den anderen rein, was da so passiert ist. Auch kein Ton. Okay, da ist das auch so ein Ding, einfach reingefahren in den anderen. Also ich habe so das Gefühl, dass der Fahrer nicht so wirklich Rücksicht auf den anderen nimmt. Ja, das ist für mich 3 Tage Pause, weil das andere sieht sehr ähnlich aus. Ja. 3 Tage Pause. Safe. Tschüss. Thema abgehakt. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh nein, wenn ich das lese, Chat. Eieieiei. Hallo, Nummer so und so ist mir auf der Geraden in die Seite gefahren, damit ich nicht überholen kann. Dadurch bin ich in die Planke geschlagen, habe 8 Sekunden Schaden bekommen, zuzüglich der 8 von der Startkollision. Auch wenn das nur eine leichte Bewegung war, so machte es keinen Spaß mehr. Auf der Geraden. Na, dann schauen wir mal, was so auf der Geraden passiert ist.
Hä? Die Lenkbewegung ist nicht ein... Was? Also der... Also vom Ferrari kann man schon sehen, was der macht. Links rüber, links rüber, links rüber. Also... Und unten, also hier kann man das auch sehen. Links rüber, links rüber, links rüber. Alter Verwalter, was ist denn da passiert? Was hat denn da Herr Sablowski in den Akten vorgeschlagen? Minus 60? Aha. Junge, 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 Junge. Junge, 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 auf einer Geraden. Also die Geraden werden immer wilder, habe ich so das Gefühl. Die Leute sind scheinbar nicht in der Lage, geradeaus zu fahren. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie sehr derjenige Herr schon hat noch nie auf den Deckel gekriegt. Hat noch nie auf den Deckel bekommen. Das ist das neue Reifenmodell? Mhm. Na klar. Ja, das wird sein. Ja, dann werde ich, glaube ich, den Willen von Herrn Sablowski folgen und es wird minus 60 und 0,3. Das squeezt halt schon übel. Also, es tut mir leid, Angro, aber nee. Ich fahre auch mit dem neuen Patch und ich kann auch geradeaus fahren. Also, ziemlich gut sogar. Gut. Können wir da auch einen Haken ranmachen. Was haben wir hier? Die Notiz war sehr interessant. Wir sitzen in einem Porsche. Oh oh. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gucken können. Schauen wir mal. Oh, ich habe das Overlay sehr gut geplant. Ich habe selbst mit den Reinziehern geplant. Okay, cool, wir können gucken. So, jetzt dürfen Sie, Junioren da draußen, mal raten, was Herr Sablowski dazu gesagt hat. No further action.
Warum kann man sich denn nicht, warum können Menschen sich nicht entscheiden? Du gehst vom Gas, entscheidest dich, willst zurückbleiben, dann trittst du doch wieder rein und dann willst du doch nicht. Entscheidet euch doch vorher. Das, nee. Fühl dich gedrückt, mein Lieber. Dicey L.O. Ja, moin. Yo, is that a... Twitch Prime, die mehr kostenfreie Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Unzufrieden. Ich bin damit unzufrieden. Ich werde ihn bestrafen. Der kriegt eine Strafe. Für eine Kollision. Weil am Ende des Tages hätte er die Kurve so oder so nicht gekriegt. Egal, also egal, was er, egal, wie viel Platz der Porsche gelassen hätte, er wäre nicht durch die Kurve gekommen. Aus den folgenden Gründen. Moment. Also wenn wir da jetzt nochmal reingucken. Der Winkel für die Kurve ist viel zu spitz. Und egal wie er gefahren wäre, er wäre da nicht rumgekommen in dem Tempo. Weil er hat jetzt ungefähr dieselbe Geschwindigkeit wie der Porsche. Und der wäre straight geradeaus durchgefahren. Also der Unfall wäre so oder so passiert. Und deswegen gebe ich ihm eine Strafe. Also auch für euch nochmal, in dieser Kurve, wenn ihr nicht unbedingt 5, 6, 7, 8, 900 Stunden Erfahrung habt, neben Leuten zu fahren, lasst es in dieser Kurve. Also lasst es in dieser Kurve, diese Manöver zu machen. Es bringt euch einfach gar nichts. Außer, dass ihr euch abschießt. Bringt euch nichts. Also der Aston wäre so oder so wäre durchgefahren. Der Porsche hat ihm Platz gelassen. Ist sogar noch ein bisschen vom Gas gegangen, weil er in weiser Voraussicht wusste, dass er voll nicht durchkommt. Und der Aston wäre so oder so reingehämmert. Der wäre da reingehämmert. Deswegen kriegt der Aston von mir eine Strafe. 60 Elo-Punkte und -03 SR. Und das ist noch relativ milde. Das ist nicht gut. Also, das ist wie beim Verteidigen.
Das ist wie beim Verteidigen. Man muss sich halt irgendwann auch einfach mal eine Linie aussuchen. Und dieses ganze Umhergeeier, ist halt wirklich, weiß ich nicht. Oh oh, wenn ich schon den Titel lese, nach mir die Sinnflut, hat Herr Sablowski geschrieben. Eieiei, na dann gibt's ja wieder was zu sehen. Okay. Es ist Spar. Es ist Runde 1. Es wird wild. Was? Das wird auf jeden Fall ohne Diskussion 3 Tage bannen. Das wird 3 Tage. Da braucht man gar nicht drüber reden. Das wird 3 Tage. Junge, 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 Junge. Da können wir aber mal richtig schön den Hammer auspacken, meine Damen und Herren. Alter Verwalter. Ja, zum 3-Tage-Bann gibt es auch noch minus 80 Elo und 0,4 Safety Rating. Junge, 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 Junge. Also, ich sag mal so, wir machen ja alle irgendwann mal Blödsinn, ne? Machen wir alle. Also können wir uns wirklich, keiner von uns kann sich befreien davon, dass er nicht schon mal irgendwie Käse gemacht hat. Aber ich hatte auch schon mal so eine Situation. Die ging aber glücklicherweise ein bisschen besser aus, weil ich noch ein bisschen anders reagiert habe. Ne, 7 Tage. Der junge Mann war noch nie auffällig, Flaxo. Der junge Mann war noch nie auffällig. Dementsprechend, nein. Die 7-9 haben wir noch. Oh oh. Eieiei, hier wird auch schon wieder von Bann gesprochen. Ich will der Allerbeste sein. Wie es keiner vor mir war, hat Herr Sablowski dazu geschrieben. Na, dann schauen wir mal. Runde 7.
Da fehlen mir die Worte. Quit Replay. Ja. Ja, also hier sind alle Alarmglocken an bei dem Fahrer übrigens, by the way. Da sind alle Alarmglocken an. Er hat am 23.01. einen Report gekriegt und am 5.01. schon einen Report gekriegt. Also beide durchgegangen, beides mal schuld gewesen. Seine Rennen sehen sehr rot aus, was das Safety Rating angeht. Also mehr als die Hälfte sind rot. Kann man immer nicht als Indiz nehmen, weil kann man nicht immer als Indiz sehen, aber nee. Aber hier sind alle Alarmglocken an auf diesen, bei dem Mann. Also der hat jetzt in nicht mal 4 Wochen schon den 3. Report reingedonnert gekriegt. Damit hat er auf jeden Fall erstmal eine Pause von 3 Tagen. Der hat 3 Tage Pause. Minus 80 und 4 oben drauf. Mir fehlt die Erklärung, was er wollte. Naja, in der ersten Kurve, was wir gesehen haben, ist er reingedived und in der zweiten Kurve hat er nicht auf seinen Vordermann reagiert und hat ihn einfach rausgeschoben. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht schön. So, gucken wir mal weiter, was Herr Sablowski hier noch so fertig gemacht hat. Aktenzeichen 5483. Hier ist wohl Spinalla angesagt. Hier gibt's wohl ein feines, nettes, schönes, süßes Spinalla. Mal gucken. Nee, das nicht. Das ist auch nicht harmlos. Ist das Runde 1? Sieht so aus, ne? Also ich meine, das hier ist auch schon wild, muss ich sagen. Und da hat er sehr gut drauf reagiert. Also da hat er wirklich sehr gut reagiert noch. Und er hat jetzt Schwierigkeiten, sein Auto zu halten. Also ich würde auch, also ganz ehrlich, ich würde hier zu einem Rennunfall tendieren. Nein. Ich sehe hier keine Strafe. Twitch Prime, die mehr kostenfreie Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl zu unterstützen.
Also das hier ist schon mehr als wild. Jetzt tritt er voll in die Bremse und steht immer noch auf der Bremse. Pff, ja, also... Das ist für mich Rennunfall, bin ich ganz ehrlich. Is that a... Twitch Prime, die mehr kostenfreie Möglichkeit, als Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Also ich sag mal so, der BMW-Fahrer, der jetzt hier reported hat, hat sich jetzt in dem Fall schon mal überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Also erstens, warum ich das als Rennunfall eigentlich durchgehen lassen möchte, ist folgendes. Wenn wir uns jetzt mal das Verhalten des Fahrers da vorne im BMW angucken... Er fährt, weiß, also ich habe keine Ahnung, was er da macht, aber er fährt da drauf und fährt so wild wieder zurück auf die Strecke und der Hintermann, also der quasi reported wurde, reagiert da drauf, geht von der Bremse. So, und dann sitzt er halt hier, kriegt das Auto nicht gefangen und schleicht immer noch. So. Und an der Stelle sieht man ja auch hier, dass er hier auch nicht durchzieht. Ja, er fährt da, ja, warum fährt er denn da drauf? Also am Ende des Tages ist das auch schon, also das, was er da macht, also der, man sieht auch auf der Bremse, wie oft er bremst und vom Gas geht, der BMW. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. So. Deswegen würde ich eigentlich super gerne No Further Action machen, weil es ein Rennunfall ist. Aber es ist die erste Runde. Und nur deswegen kriegt er eine Strafe. Ansonsten würde ich das gar nicht ahnden. Ansonsten würde ich das nicht ahnden. Bin ich ehrlich. Ich gucke jetzt nochmal bei dem netten Herrn, was die Reports sagen. Nichts, gar nichts. Ist noch nie auffällig gewesen. Scheint sehr safe zu fahren. Also zumindest sieht es in seiner Historie so aus. Also er hat sich wieder gefangen. Es war mal wilder. Er hatte eine wilde Zeit. Ja, erste Runde wird geahndet. Und das macht auch Sinn, weil du nämlich in der ersten Runde Leute dazu erziehen willst, dass sie sich endlich mal vernünftig verhalten. Und da musst du mit Härte durchgreifen. Weil diese ganzen Massencrash-Sachen müssen aufhören. Und Runde 1 wird sehr hart bestraft. Minus 80 und 0,4. Damn, son, where'd you find this? Hey Dicey, kannst du dir eventuell meinen Report nochmal ansehen und was dazu erklären? Warum NFA? Danke für den guten Content, schau dir echt gerne zu. Grüße aus Augsburg. Kann ich gleich machen, musst du mir aber den Link im Chat geben. Was hat der Sablowski hierzu geschrieben? Vorsicht schützt vor Strafe nicht. Das ist schon wieder Runde 1, so wie es aussieht. Nee, Runde 4. Na dann los. Rein.
Da fällt mir nichts so ein. Da, also, das ist, das ist 3 Tage Pause. Also, es tut mir wirklich leid, aber wer in Spar sich so verhält, in dieser Kurve, das ist einfach, das geht nicht. Tut mir leid. Also, beim besten Willen, dafür habe ich gar kein Verständnis. Also, wirklich null. 3 Tage Pause und nicht 7 Tage Pause, weil er noch nie auffällig gewesen ist und seine Rennen sehen sehr gut aus. Aber das ist 3 Tage Pause. Also, das tut mir wirklich leid. Also, wirklich in Spa, in Bustop, so rejoin, das ist einfach, nee, tut mir leid. Vor allen Dingen, weil du kannst alles sehen. Du kannst alle reinfahren sehen, so, nee. Nee, eben nicht, Smike. Also, ich vergesse das nicht, aber pass auf, und das ist, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber achte bitte mal da drauf. Warum zum Fick fährst du denn 90 Grad auf die Strecke? Also, du willst doch hier rumfahren. Hier. Also, du kannst eigentlich gar nicht auf das Sausage Curb kommen, Smike. Also, beim besten Willen, du hast auch Fahrerfahrung, sehr viel, gehe ich ganz stark davon aus. Aber wer rejoint denn über das Wurstkörb bei einer 5-Meter-Tür? Also da sind 5 Meter, da passen 2 Autos gleichzeitig durch. Warum kommt er denn auf das Sausage? Vielleicht wollte er in die Box? Spielt keine Rolle, du kommst von hier nicht mehr in die Box. Nee. Also das Sausage hier ist, Mike, ich verstehe, was du meinst, aber das spielt hier keine Rolle. Das Ding ist 5 Meter groß. 5 Meter, hier passt ein ganzer LKW durch. Das ist, das, Bustop, tut mir leid, aber das toleriere ich überhaupt gar nicht. 3 Tage Pause. Und auch nur 3, weil er noch nicht wirklich auffällig gewesen ist in seinen anderen Rennen. Nee. Der hat Pause. Das, nee. Also wirklich nicht. Mm-mm. 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 Ne. Das wurde bei dem ersten nicht berücksichtigt. Bei dem ersten muss man da auch nichts berücksichtigen, Smike, weil der nämlich auch genauso reingefahren ist. Die sind beide in Bustop 90 Grad draufgefahren. Beide. Und beide über das Wurstkorb und beide sogar an derselben Stelle und beide mit derselben Geschwindigkeit. Nee. Da braucht man nichts berücksichtigen. Ohne Bremse darauf zu fahren und nicht mal ansatzweise versuchen zu turnen, tut mir leid, dann hast du einfach auf Spar nichts zu suchen. Dann musst du das wirklich nochmal für dich üben. Das geht nicht. Da braucht man, also da muss man nichts berücksichtigen. Gar nichts. Da passen 5 LKW nebeneinander durch. Und wenn du nicht in der Lage bist, auf deine Bremse zu treten, weil dein Ego so groß ist, dass du unbedingt deinen Platz halten musst, dann tut's mir leid, aber dann hast du auf der Rennstrecke nichts zu suchen. Dann hast du auf der Rennstrecke nichts zu suchen. Weil wenn du verkackt hast, dann solltest du genau in dem Moment merken, dass du verkackt hast und dann solltest du das korrigieren. Und wenn du wieder zurück möchtest, dann musst du halt einfach warten. Oder du trittst auf der Bremse und fährst langsam wieder rein. Aber doch nicht. Wenn die Strecke so geht, fährst du doch nicht so wieder auf die Straße. Wer macht denn sowas? Das ist doch keine Kreuzung. Mit rechts vor links. Nee. Das wird überhaupt nicht geduldet. An keiner Stelle. Wir haben keinen Ton. Was war da jetzt schon wieder seine Idee? Also er bremst ja schon auf der allerletzten Ritze. Nee, bremst er nicht. Never mind. Er bremst schon früh. Hab nichts gesagt.
Ah ja. Entschuldigung, da muss ich ein bisschen lachen. Mit 54er Bremsballons. Okay. Also er bremst gerade, also jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist A-Runde 1, also das heißt, Reifen sind kalt, Bremsen sind kalt und ganze Auto ist kalt. Er bremst ungefähr einen Meter später, also gehe ich mal von aus, normalerweise bremst man so hier, da und er bremst da, in Runde 1. Ja, er steht hundertprozentig noch auf dem Gas, ja. Aber das, was soll ich da jetzt machen? Da sollte er ja schon auf der Bremse stehen. Davon mal abgesehen. Also ja, es ist richtig, aber der Incident ist ja nicht, dazu fehlt mir jetzt wieder der Rest noch, aber das kann ich auch wieder nicht beurteilen, also wäre es auch schon wieder irrelevant. Also irrelevant für die Entscheidung, was jetzt hier passiert. So, und das hier, also, wird man, vielleicht schafft man das mit dem BMW, bin ich mir nicht so sicher. Kann man bestimmt schaffen, wenn Reifen warm sind, Bremse warm ist und alles, aber er fährt jetzt mit 257 Klamotten da drauf. So, der McLaren kommt mit 255 Klamotten und bremst eine Autolänge früher. Eine Autolänge früher als der BMW. Und fährt sogar noch Ideallinie. So. Er hätte den BMW, also der BMW hätte nicht mal ansatzweise diese Kurve schaffen können. Hätte er nicht. Nicht mal unter Optimalbedingungen hätte der BMW die Kurve kriegen können. Nicht mal ansatzweise. Und das in Runde 1. Hm. Hm. So, und hier leuchten auch schon wieder alle Alarmglocken. Also er hat jetzt, der hat schon dreimal eine Verwarnung gekriegt. Dreimal. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reports drin. 18.01., 12.01., 30.12. Also hat er auch schon binnen einem Monat schon drei Reports reingekriegt. Minus 80, minus 0,4. Oh, beim besten Willen nicht. Oh, nee. Mm-mm. Da gibt es auf jeden Fall einen Krankenschein. Aber sowas von. Da gibt es auf jeden Fall einen Krankenschein. So, und jetzt passt mal auf, Chat. Jetzt passt mal auf. Der ist 304 LFM-Rennen gefahren. Und fährt so. In 304 Rennen. Das wird eine Pause. Und genau deswegen wird das nämlich eine Pause. Weil wenn er in 304 Rennen nicht gelernt hat, wie man einen Turn anfährt, ohne jemanden rauszukicken, und das war schon sehr, sehr wild, also das war wirklich auf der allerletzten Ritze gebremst, das war nicht mal auf der allerletzten Ritze gebremst, sondern schon hinter der Ritze. Das gibt 3 Tage Pause. Am liebsten würde ich ihn 7 Tage Pause geben. Weil das ist jetzt, also ich gehe mal ganz stark davon aus, ich gucke mal die anderen Sachen jetzt nochmal kurz rein.
Ja, ist, also ich glaube, sein, ja, er spielt gern Bömmchen. Also das ist jetzt Barcelona. Ja, du bist aber auch nicht Richter, Stulsen. Ist genau dasselbe in Grün. Also ist gleiches Verhalten. So. Und das kannst du oder ihr könnt das nicht sehen, aber ich kann das sehen. Und das ist schon ziemlich auffällig hier. Und bei drei, also warum die Anzahl der Rennen eine Rolle spielt, ist folgende. Wenn jemand beispielsweise, wäre 10 Rennen gefahren, okay? Dann könnte man sagen, okay, vielleicht hat er noch nicht so viel Rennerfahrung, und kann man nachsichtig sein, vielleicht war es sein erstes Mal, dass ihm sowas passiert ist und das ist uns allen mal passiert, wir haben zu spät auf den Pinsel gedrückt, wir konnten die Situation nicht richtig einschätzen und sind da durchgegangen. Aber nach einer Anzahl von über 300 Rennen erwarte ich in der ersten Runde, dass das nicht passiert. Und schon gar nicht so. Also das ist ja nicht mal so, dass er sich um einen Meter verbremst hat, sondern der hat sich schon um viele Meter verbremst. Und wie auch auffällig ist in den Strafen, die er kriegt, ist das auf jeden Fall sein Ding. So. Ich gebe ihm nur 3 Tage. Wenn es nach mir gehen würde, hätte er schon 7 auf dem Konto. Aber es sind 3. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Im Dunkeln ist das Gaspedal schwer zu finden, ist die Beschreibung von Herrn Sablowski. Hm. Gut, schauen wir mal. Also ich meine, sie haben beide, also sowohl der BMW als auch der McLaren zu spät gebremst. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist minus 60. Minus 60 und 0,3. Punkt. Das ist minus 60 und 0,3. Oh. Oh. Das wird ein interessantes Ding scheinbar jetzt. Das, also laut den Aktenbeschreibungen von Herrn Sablowski wird das hier interessant.
Also normalerweise fährt man durch diese Kurve mit 230. Er ist mit 190 da durchgefahren. As per video, he crashed into my rear. I understand slowed down around the corner as I'm still learning and not sure where are my limits. But he had plenty of time to brake and dodge me. Wieder kein Onboard vom Blauen. Dafür brauchen wir kein Onboard. Der ist 190 gefahren. Und der andere kommt mit 230. Man bremst auch in der Kurve eigentlich nicht. Ja. Das ist No Further Action Chat. Da ist nichts mit Bremsen Chat. Da ist Auto ist weg. Dann ist Spinalla. Dann ist Spinalla. No Further Action. LFM ist ranked, Rodon. Das ist ranked. Du fährst um Elo und du fährst um Elo und auch gleichzeitig um Safety Rating. Das ist aber sowas von ranked. He couldn't use the brakes in that corner because his car would have been spun out of the corner. If you have trouble knowing the limits of the car dot, you should take more time to practice the track. Your corner speed was 30 km/h slower than the normal corner speed. Punkt. Ist da irgendjemand? Jetzt muss ich das auch noch in Deutsch übersetzen, fixen. Ja. Nee, also da ist No Further Action. Das, also,
Der ist, da kannst du nicht bremsen. Auto ist weg, tschüss. Der macht einen Flattermann dahinter. Der macht dahinter einen Flattermann. Er hätte in dieser Situation seine Bremsen nicht verwenden können, da sein Auto in dieser schnellen Kurve abgeflogen wäre. Probleme mit der Strecke hast, Hallo. Dann solltest du etwas mehr trainieren, bevor du in ein Rennen reingehst. Punkt. In dieser Kurve war deine Geschwindigkeit um 30 km/h zu niedrig. Punkt. Das ist ja auch geil. Ich trainiere nicht und dann rege ich mich darüber auf. Und dann schreibe ich auch noch, dass ich nicht... Leute, denn, also wirklich, es ist ja schön, also es ist wirklich gut, wenn Leute mit LFM anfangen. Aber wenn du dir nicht sicher bist, was dein Auto da macht, dann fahr kein Rennen. Also es kann immer was passieren, aber mit 190 durch eine 230 km/h-Kurve fahren, ist halt schon grob fahrlässig. Also das ist wie auf der Autobahn mit 80 fahren, auf der rechten Spur und auch, oder auf der linken. Also wirklich, dann trainiert. Üben, bis ihr, also wie gesagt, man kann ja, wenn er 210 gefahren wäre, oder 220. Okay, alles cool. Aber 190 in der 230-Kurve. Oh oh. Wir wissen alle, was passiert, Chad. Wir wissen alle, was passiert. Wir sehen die gerade auf Spar. Also das sah schon nach Absicht aus. Also das sah für mich nach Absicht aus. Also das tut mir leid, aber das sieht wirklich nach Absicht aus. Weil er lenkt auch extra nochmal rüber. Also es gibt folgende Szenarien gibt's hier, ja? Folgende Szenarien gibt's hier. Er möchte nach links, weil er noch vor den Ferrari möchte. Er möchte nach links, weil er vor dem Ferrari um die Kurve will. Oder er macht das absichtlich. Absicht kann ich leider nicht nachweisen, weil kann ich nicht nachweisen. Und mir tun die Ohren weh von meiner Perücke. Ich sterbe gleich.
Es tut schon so weh. Oh, ich muss die absetzen, Chat. Das tut so weh, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Oh. Weil die Kopfhörer drücken auf meine Ohren drauf und liegen nicht so. Also, Absicht kann man eben leider nicht nachweisen. Das geht nicht. Aber ich würde ihm trotzdem 3 Tage Pause geben, weil was zum Kuckuck war das denn? Nee, geht leider nicht, Mike. Uff. Ja, das ist für mich, also... Das ist aber schon ein ganz schweres Vergehen hier. Was hat denn Herr Sablowski dazu gesagt? Ach, Herr Sablowski? Herr Sablowski sagt auch... Herr Sablowski sagt auf jeden Fall erstmal minus 60 und 0,3. Das sagt Herr Sablowski. Minus 60 und 0,3, sagt Herr Sablowski. Da frage ich mich aber mal, ob Herr Sablowski irgendwie ein bisschen viel am Schnabbermann geschnuggelt hat. Minus 60 und 0,3, sagt Herr Sablowski. Ah ja. Was sagen denn so die Penalties? Noch nicht aufgefallen. 19 Rennen gefahren. Sehr grün eigentlich. Also größtenteils sind grün. Nur Zahlen. Naja, Hälfte, Hälfte. Yo! Twitch Prime, die mehrkostenfreie Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Das ist einfach, also weiß ich, das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt, für das Vergehen. Das ist mir echt zu wenig. Der hat halt volle Esse darin gehalten. Das ist mir wirklich zu wenig, Leute. Also 60 Elo-Punkte für das Vergehen ist mir echt zu wenig. Das ist, also, nee, also... Egal, was die Intention dahinter war, ob er ausweichen will oder was auch immer, das... What? Hä? Der zieht da voll Rabatz rein. Und selbst mit Single Screen könnte man das sehen. Selbst mit Single Screen kann man das sehen. Natürlich steht er voll auf der Bremse. Aber warum zieht er da rein? Versteht ihr, was ich meine? Er hätte einfach... Wisst ihr, was man jetzt hätte machen können? Pass auf. Er steht auf der Bremse. Er merkt, dass nichts geht. Jetzt hätte er nach da fahren können. Also, nach rechts. Yo, is that a er hätte rechts durchfahren können. Twitch Prime! Die mehrkostenfreie Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl zu unterstützen. Aber das hier ist so... What the fuck? Am Ende spielt es keine Rolle, weil irgendwen hätte er so oder so getroffen. Ob er jetzt den Mercedes getroffen hätte oder den BMW. So, aber was ich halt nicht in meinen Trichter reinkriege, ist, weil seine Intention da war. Und das ist für mich halt einfach, also das ist schon grob fahrlässig am Ende. Es ist grob fahrlässig.
Egal, ob er jetzt die ganze Zeit auf der Bremse steht oder nicht, die Leute lernen es halt einfach nicht, hinter Menschen zu fahren und früher zu bremsen. Die bremsen auf der allerletzten Ritze. Du kommst aus dem Windschatten raus und dann stempelst du auf der Bremse. Was heißt, er checkt, dass er den Bremspunkt verpasst hat? Wenn er checkt, dass er den Bremspunkt verpasst hat, dann würde er nicht auf kurz oder knapp auf der allerletzten Furzritze nach links bremsen. Das ist einfach nur Schadensbegrenzung, weil er auf dem letzten Pup gemerkt hat, oh oh, das klappt ja doch nicht. Den Bremspunkt hat er nicht verpasst, nicht wirklich. Den Bremspunkt hat er, also könnte man mit McLaren bremsen, aber nicht, wenn du aus dem Windschatten rauskommst. So. Und es ist jetzt, also das ist auch mal das, was ich im Ding sage, wenn wir fahren. Die Leute sind alle schnell, sie können Quali fahren, aber die können alle kein Rennen fahren. Also wirklich, wer kommt auf den Trichter mit dem Abstand? Also egal, wie gut du auf der Bremse bist. Ich könnte ja verstehen, wenn er jetzt mit 49er Bremsbalance fährt. Er fährt jetzt mit 53er. Dann könnte ich das ja vielleicht nochmal verstehen. Aber wenn du kurz vor knapp aus dem Windschatten rausgehst und dann in die Bremse trittst, was willst du denn da erwarten? Wo soll denn da die Bremsleistung herkommen? Und selbst mit einer 53er Bremsbalance wird das hier schon ziemlich knapp. Und das ist eben das, was mich da, warum ich diese Strafe nicht so gering ausfallen lassen möchte, weil die Leute endlich mal merken sollen, dass sie nicht so einen Quatsch machen sollen. Die fahren alle Qualifying die ganze Zeit. Ich würde ihn jetzt nicht bannen, so weit bin ich davon weg, aber 60 ist mir zu wenig. Also 60 ist mir einfach zu wenig für das Vergehen hier. Weil das ist so unsinnig. Also auf so vielen Ebenen unsinnig. Also wirklich, Leute, hört auf damit. Lernt mit anderen mitzufahren, so. Und wie gesagt, an keiner Stelle dieser Welt. Weil selbst, ich weiß jetzt leider nicht, also wir können den Ferrari jetzt, glaube ich, nicht sehen. Also selbst der Ferrari, wenn der hat auch einen Mittelmotor. Der hat hinten auch ordentlich Bremsleistung. Und der hat schon noch Rücksicht genommen. An keiner Stelle der Welt wird das funktionieren. Und wenn ihr, also nochmal für euch, um das zu erklären, was mit dem Windschatten los ist. Du hast halt, dich drückt von vorne, drückt nichts. Also erstens mal bist du aus dem Windschatten schneller. Du bist erstens mal aus dem Windschatten, bist du schneller. Zweitens mal drückt nichts gegen dein Auto gegen. Also du hast keinen Luftwiderstand. Das heißt, dein Bremsweg ist sowieso schon mal länger. Das heißt nicht, dass du später bremsen kannst. Du kannst nicht später bremsen. Du kannst auf denselben Punkt bremsen und kannst dich versuchen, da rein zu bremsen. Und dich da reinbremsen heißt aber auch immer noch, dass der Nebenmann mitspielen muss. Wenn der nicht mitspielt und dir keinen Platz lässt, dann bist du halt am Arsch. So, und hier zwischen ist ein halbes Auto. In keinem Universum wäre das möglich gewesen. Außer, wenn der noch früher gebremst hätte. Und das ist Verhalten, das ist wirklich so. Das sind Dinge, die passieren sehr, sehr häufig. Und das passiert auch bei Menschen, die das passiert auch immer noch bei Menschen, die sehr viel fahren. Windschatten bedeutet nicht, dass du schneller und später bremsen kannst. Bedeutet das nicht. Windschatten bedeutet, du kommst schneller raus und hast mehr Speed und kommst an den anderen ran, musst aber auch früher bremsen. Außer deine Bremsbalance steht auf 49 oder 48 und du kennst ungefähr dein Limit. Aber das hier, das überleg mal, wie schnell der da durchkommt. Der ist jetzt noch bei 74 und ist jetzt schon im BMW reingefahren. Der ist jetzt bei 130. Im Leben wäre er dort nicht um die Kurve rumgekommen. Und was auch immer er sich dabei gedacht hat, links wegzufahren, hätte er einfach geradeaus durchfahren können. Hättest du einfach geradeaus durchfahren können.
Aber die Situation hätte man auch schon 5 Minuten vorher vermeiden können, indem man nicht so eine komische Entscheidung getroffen hätte. Und warum auch immer er nach links lenkt. Ist keine Ahnung. Also für mich ist das, leider gibt es das, wie Korsheber schon gesagt hat, leider gibt das Regelwerk oder der Strafenkatalog gibt das nicht her. Es ist einfach eine minus 60 laut Strafenkatalog. Aber ist mir zu wenig. Finde ich nicht geil. Das ist so, also das ist wirklich so ein Basic-Sachen, die müssen, also wirklich Basic-Sachen sollte man hart bestrafen. Bin ich der Meinung. Damit Leute endlich mal anfangen, das zu lernen und sich damit auseinandersetzen. Und ich weiß, dass uns das allen schon mal passiert ist, aber dann brauchst du nicht LFM fahren, weißt du? Also, dann solltest du vielleicht mal auf dem Trainingsserver mit deinen Kumpels fahren und dich da ein bisschen ausprobieren. Und wie gesagt, ich sage ja nicht, dass man sich nicht verschätzt, ne? Und das machen andere Fahrer, verschätzen sich auch. Aber die rammeln da nicht mit so einem Speed rein. Also da kann der daneben noch reagieren. Und das hier ist schon, also das ist weit drüber über, ich habe mich mal kurz ein bisschen verschätzt. Weil der kommt da so angerammelt, der wäre nicht mal, also selbst wenn der BMW nicht da gewesen wäre, wäre der schnurstracks gerade ausgefahren. Der hätte diese Kurve nicht mal ansatzweise gekriegt. Und wahrscheinlich hätte er sogar noch den Fahri, wäre da noch in der Linie gewesen. Und das ist schade. Das ist nicht gut. Das ist genauso wie mit dem Rejoin vorhin. Das sind Dinge, die müssen super hart bestraft werden, weil das sind halt einfach Basics, mit denen man sich, mit denen sich die Leute beschäftigen müssen. Oh, 2 Penalties schon. Ich lese Text. Der Lexus-Fahrer fährt vorsichtig und versucht durchzukommen und der McLaren-Fahrer hält voll drauf, trotz des Unfalls vor ihm, mit dem Gedanken, wenn ich schnell genug bin, okay. Hier. Okay. Also selbst der McLaren da vorne ist schon wild. Hä? Selbst der andere McLaren ist da vorne. Was zur... Das ist... Es ist übrigens eine Gerade, Chat. Es ist eine Gerade. Also der ist schon wild, aber der andere toppt das ja nochmal komplett. So, jetzt brauche ich mal Pedaleingaben. Der wird nicht langsamer, bremst nicht. Hauptsache, guck mal, wann er bremst. Also er bremst, wenn der dem anderen schon hinten drinne sitzt. Achtet mal da drauf. Ist immer noch Vollspeed. Immer noch kurz mal auf die Bremse getippt. Ganz leicht. Runter. Immer noch Vollgas. Und jetzt bremst er. Also ich meine, der McLaren hat sich auch schon nicht mit Ruhm bekleckert. Der hat sich schon... Das ist wieder so, wisst ihr, das sind wieder so Dinge. Das ist, ich nenne das immer gerne den Kevin Estre-Moment. Wenn Kevin Estre auf dem Grünstreifen auf der Nordschleife vorbeifährt, ja, und dann alle so, geil, Kevin, Alter, Kevin, einfach krassester Fahrer auf dem ganzen Planeten, hätte es irgendwen weggehielt, Kevin Estre, voll der scheiß Fahrer, Junge. Das ist so ein Kevin Estre-Moment. Sie würden dich feiern, wenn du da durchkommst und krassester Fahrer auf dem ganzen Planeten und das ist das Gegenteil davon. Junge! So, dann werden wir mal gucken. Da wurde schon mal das ein oder andere Penalty ausgesprochen. Also, wir haben 22.08.
24.01. 24.01. Oh. Ah, das Doppelreport. Oh, hier kann man auch nochmal von dem anderen McLaren die Perspektive sehen. Aber hier ist ein Doppelreport drin. Also er hat nur einen gehabt, die letzten. Hier kann man aber auch noch den McLaren sehen. Den anderen. Siehst du? Genau. Und das ist ja das, was ich sage. Das ist wieder so ein Kevin Estre-Moment. Hätte das geklappt, wäre es der krasseste Fahrer auf dem ganzen Planeten gewesen. Am Ende ist da aber immer noch eine gelbe Flagge. Und gelbe Flagge heißt Slow Down. Woran wir uns größtenteils alle nicht halten, weil wir versuchen, damit voller Esse noch durchzukommen. Sind wir mal ehrlich mit uns. Viele von uns sind nicht so die... Wir slowen down bei gelbe Flagge. Ah, wir kommen da schon vorbei. So. Was hat denn der Sablowski dafür vorgeschlagen? 3 Tage Ausschluss. Da sehe ich mich aber auch. Also auch wenn einer ein Doppelreport ist, aber das ist für mich, also das war wirklich, da ist ja, also das ist 3 Tage Pause. 3 Tage Pause. Das ist ja wirklich schnurstracks einfach gerade ausgefahren. So. Vorletzten haben wir jetzt. So. Was haben wir denn hier? Das scheint Barcelona zu sein. Barcelona. Dean, ja, das gibt's sogar bei YouTube dann. Thank you.
Das ist Positionskampf, ja. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich mit Herrn Sablowski seiner Strafe nicht konform gehe, aber in eine andere Richtung. Also Herr Sablowski hat angesetzt minus 60 und minus 0,3. Ich würde no further action machen. Passt auf, aus folgendem Grund, um das zu begründen. Der Porsche hat im Grunde genommen nicht wirklich viel falsch gemacht. Also er hat nicht unnötig seine Linie gewechselt. Also hier ist er halt ganz normal die Kurve angefahren. Das war jetzt, also na klar, möchte der BMW da jetzt rein, muss darauf reagieren, hat er gemacht. Der Porsche fährt jetzt sein Ding. Kommt hier ein bisschen zu weit, fährt aber trotzdem immer seine Linie. Also ist jetzt nicht so, als wenn er rechts, links irgendwie rumeiert oder so. Hier ist er zu langsam. Er hält seine Linie, also er wechselt jetzt nicht. Okay, also einen kleinen Schlenker drin, aber er bleibt immer noch in der Mitte. Bleibt immer noch in der Mitte. So, und hier kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo Folgendes eine Rolle spielt. In dieser Kurve hast du eine Gewichtsverlagerung. Und zwar eine ganz stramme von, das Auto zieht nach rechts und danach zieht es nach links. Und wenn ihr jetzt mal darauf achtet, fängt das Auto an zu übersteuern hier, weil er fährt einen sehr weiten Winkel, um dem anderen Platz zu lassen. Jetzt tippt er auf die Bremse und jetzt fängt das Auto aber an, die Gewichtsverlagerung auf die andere Seite zu bringen. Und dann kriegt er das Auto nicht rum. So. Jetzt ist die Frage, gilt das als verteidigen? Für mich ist das noch verteidigen. Ist scheiße gelaufen. Ist kacke. Aber es ist für mich noch verteidigen. Und ich würde das hier, also ich persönlich, würde das als No Further Action ahnen. Weil, wie gesagt, am Ende haben wir nächste Woche wieder dieselbe Situation, wo ich einem hinterherfahre, weil das passiert mir relativ häufig, dass ich an einigen Menschen nicht vorbeikomme, weil sie bleiben halt auf ihrer Linie und machen dann eventuell keinen Platz, so wie der Porsche. Aber am Ende ist hier nichts, was, also man hätte jetzt, man könnte sagen, er hat keinen Platz gemacht. Auf der Geraden hier, weil er nochmal einmal kurz ein Stück zurückgegangen ist. Okay. Könnte man machen, dass wir das ahnden. Aber das andere ist halt, ja, hat sein Auto verloren. Ja, Stan, pass auf, habe ich ein gutes Beispiel für diese Argumentation, darauf war ich schon vorbereitet. BMW hat absolut nichts falsch gemacht und wird von einem Fahrfehler des Porsches aus dem Rennen genommen. Letztes Wochenende bin ich mit einem Bentley hinter einem Aston Martin hinterhergefahren. Der Aston Martin hat in der 180-Grad-Kurve genau auf dem Apex nochmal auf die Bremse gedrückt. Und ich habe ihn dann ganz leicht touchiert und ihn rausgedreht. Ich war schuld. Ich habe auch nichts falsch gemacht. Ich bin dem 10 Runden hinterhergefahren. Also, ich habe an der Stelle auch keinen Fehler begangen. Aber ich habe trotzdem eine Strafe dafür bekommen. Du hast ihn berührt, das ist dein Fehler.
An dieser Stelle bin ich aber trotzdem, ich verstehe, was du meinst dann. Ich möchte das nur ich möchte das Gespräch ein bisschen größer machen. Weil das ist wirklich jetzt gerade, also nicht, dass du nicht recht hast damit dann. Das will ich damit gar nicht behaupten. Ich möchte nur, dass wir dieses Gespräch führen. Weil du kannst nämlich, du kannst wirklich, es gibt so viele Situationen, wo du sagen kannst, okay, ist ein Rennunfall. Und andere würden aber sagen, aufgrund der Sachen, die dort passiert sind, dass wir, dass er bestraft werden muss. Der Vergleich hinkt nur aber gewaltig. Nee, hinkt er nicht. Der Vergleich hinkt eben nicht. Der Vergleich hinkt an keiner Stelle. Das ist genau dasselbe Szenario. Nur, dass am Ende, dass die Autos umgedreht wurden. Und für mich wäre das zum Beispiel in dem anderen Rennen, also wo ich meine Strafe gekriegt habe, auch ein Rennunfall gewesen. Weil der McLaren an der Stelle auch kontinuierlich einfach die Tür dicht gemacht hat. Also völlig Banane, unnötig, die Tür dicht gemacht hat. Und dadurch ist dann irgendwann dieser Crash zustande gekommen. Hier ist aber auch nur, also hier entsteht dieser Crash ja nur aufgrund der Gewichtsverlagerung. So, und am Ende kannst du ja bis hierhin dem Porsche nichts vorwerfen. So, und jetzt können wir nämlich, oh, pass auf, und jetzt kommen wir nämlich zu dem nächsten Punkt, den ich auch noch anbringen möchte. Jetzt können wir ja sagen, dass der BMW ihm einfach die Hütte auch dicht macht. So, weil wo soll der Porsche jetzt hier noch hin? Zum Beispiel. Der BMW möchte vorbei, logischerweise, der möchte sich da auch durchdrängen. Aber hat er dem Porsche genug Platz gelassen? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Weil seine Lenkung ist jetzt schon eingeschlagen auf dem Apex. So, wo soll der Porsche noch hin? Also mal hin oder her, ob der Porsche jetzt das Auto verloren hat oder nicht. Aber er ist immer noch daneben. Und er fährt rein. Also er fährt auf den Apex zu. So, wo soll der Porsche hin? Natürlich kannst du sagen, er hätte hier schon zurückziehen können. Hätte er machen können. Dann könnte man sagen, okay, er hätte hier zurückziehen können. Hätte man auch machen können. Spätestens hier hätte er schon auf die Bremse drücken können. So, und jetzt kommt wieder meine Argumentation dazu. Wollen wir irgendwann noch Rennen fahren? Oder möchten wir Leute nur noch durchlassen? So, und deswegen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, für mich an dieser Stelle, wenn ich all diese Sachen zusammenpacke, wäre es für mich no further action. Weil am Ende des Tages, und das ist der ausschlaggebende Punkt, warum das dazu kommt, der BMW rammelt hier auch einfach die Tür dann zu. Weil hier passt der Porsche passt hier nirgendwo hin. Der Porsche passt hier nirgendwo hin. So, plus, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja noch die letzte Runde. Also die kämpfen ja so oder so dann noch um eine Platzierung. So. Das ist eine super schwierige Entscheidung. Also ich verstehe sowohl die eine Seite, die das bestrafen möchte und die Argumentation dafür. Auf der anderen Seite muss man aber auch für den Rennunfall muss man an der Stelle auch gewähren, theoretisch. Also ich würde mal behaupten, dass der Porsche schon, der ist schon auf dem Dings, auf dem Curb drauf, ja. Und der BMW fährt schon sehr Apex-lastig. Würde ich jetzt mal behaupten. Also der ist schon, also der wird den Porsche schon schneiden, würde ich sagen. Ist dann, ja. Also würde ich jetzt schon sagen, dass er da mit reinfährt, ja. Also beide, also sowohl der Porsche fährt eine Scheißlinie als auch der BMW. So. Und er ist aber auch noch daneben. Ne?
Wir fahren letzte Runde. Das kommt noch dazu. Ne? Also, letzte Runde vom Rennen. Beide möchten sich nichts, beide möchten sich echt nichts gönnen. Der Porsche hat davor schon Schwierigkeiten gehabt auf seinem Auto. Gehe ich ganz klar mit euch. Der eine Lenker, gebe ich euch auch recht, war auch nicht schön, hat aber früh genug korrigiert, hat nicht gegengehalten. Aber ich sehe hier keine Bestrafung. Sehe ich nicht. Also wirklich, ich sehe hier keine Bestrafung. Ich sehe hier nicht minus 60,03. Jetzt wäre mal schön zu wissen, wer würde dem Porsche einfach mal ein Plus in den Chat schreiben? Wer würde ihm minus 60, minus 03 geben? Nicht minus, nur Plus. Damit ich einen Überblick habe. So, ich lasse das jetzt nochmal laufen. Ich lasse das nochmal laufen. Und ich gehe kurz verschwinden. Also ich bin noch da, aber... Ne? Warum? Also nochmal, ich frage euch, warum sollte er zurückziehen? Warum? Es gibt keinen Grund dafür, zurückzuziehen. Keinen. Der Porsche, und je öfter ich mir das angucke, hat nicht mal übersteuert. Hat er auch nicht. Der BMW, also er hat nochmal auf den BMW reagiert, weil der BMW sehr eng in die Kurve fährt, was auch sein gutes Recht ist. Was auch sein gutes Recht ist. Jupp, wir haben diesen, Jupp, wir haben den Clip schon ungefähr 5-mal gesehen. Wenn du jetzt erst dazugekommen bist, entspann deine Nippelage. Sonst geht's auf die Pausebank. Wir diskutieren da jetzt vernünftig drüber. Onboard ist irrelevant. Onboard ist irrelevant. Außen. Achtet bitte auch auf die Linie des BMWs, wie der die Kurve anfährt.
Da ich das nicht entscheide, also ich werde das nicht entscheiden. Ich werde das nicht entscheiden. Ich lasse da noch jemand anderes drüber gucken. Ich lasse da noch jemand anderes drüber gucken, weil ich denke, dass das könnte noch mal zwei weitere Augen vertragen. Oder vielleicht drei. Nee, vier meine ich. Also ich werde keine Entscheidung fällen, weil ich persönlich durch auch euer Feedback denke, dass, also ich bin hin und her gerissen, was das Urteil angeht. Für mich wäre es no further action. Für mich ist es ein Rennunfall. Aber es gibt auch genug andere, Argumente, die dafür sprechen, dass er eine Strafe kriegen sollte. Und deswegen werde ich das Urteil nicht fällen. Und ich denke auch, das ist nur fair. Also, wie gesagt, für mich spricht es nicht dafür, dass, also für mich ist es ein Rennunfall, aufgrund der Tatsache, was ich auch begründet habe. Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite, was zum Beispiel Stan, gesagt hat, wo die Argumente für den BMW sprechen, als für den Porsche. Und deswegen werde ich das Urteil für diese Unterlage vertagen und es jemand anderem geben, der sich das auch nochmal ansieht. Und ich denke, das ist das Fairste. Ich möchte diese Entscheidung nicht treffen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das ist leider nicht mehr da. Ja, gib mir, kannst du mir den Link geben, Jojo? Dann gucke ich mir das nochmal schnell an. Weil das war nämlich auch der letzte, den wir gerade hatten. Gib mir mal den Link. Haben wir den schon geguckt? Nee. Okay. Dann gucken wir hier mal schnell rein. Warst du der, also ich frag mal, Jojo, warst du der McLaren? Ich war links der McLaren. Hat der keine Strafe gekriegt? Also du bist der hier jetzt, ja? NFA steht im Report. Was? Oh. Also das ist definitiv kein NFA, aus dem ganz einfachen Grund, weil er A, schon mal überhaupt nicht seine Startposition hat und zweitens fährt er auch nicht in der Startaufstellung. Also der fährt nicht mal ansatzweise in der Startaufstellung. Haben wir das nicht mit Sappi? Nee, das war was anderes, ne? Mit der Begründung, dass beim Start das Spiel selbst Strafen aussprechen kann. Also... Ich würde ihn bestrafen. Aus der ganz einfachen Tatsache, dass er überhaupt die Startaufstellung nicht einhält. Also er fährt schon mal in der Mitte. Was sowieso für mich überhaupt nicht geht. Das hatten wir letzte Folge haben wir zwei Stück davon gehabt. Die haben Strafen gekriegt. Und dann ist er ja, also rein optisch gesehen, ja schon vor dir. Und das ist schon ein sehr unsportliches Verhalten. Also das würde ich an deiner Stelle nochmal ankreiden. Weil das ist nicht gut, nee. Was muss ich da machen?
Du kannst dein Report-Ticket, die Zahl kannst du nehmen und dann kannst du eine E-Mail verfassen und dann kannst du damit zuschreiben, dass du diese Strafe nicht gerecht findest und dann begründest du das mit dem Punkt, dass das Spiel diese Strafe, dass das Spiel keine Strafe ausgesprochen hat und er seine Startposition nicht eingehalten hat und fertig. Ob das Bug-Using ist, weiß ich nicht. Also, ich kenne diesen Bug nicht. Davon mal abgesehen. Das weiß ich nicht. Also, was ich bestrafen würde, ist, dass er in der Mitte fährt. Also, das würde ich knallhart bestrafen. Weil ich, jetzt gibt es so oft, wir haben letzte Woche schon einen gehabt, oder vorletzte Woche, der hat genau so einen Quatsch gemacht. Der ist in der Mitte gefahren und dann hat er jemanden nach der Start- und Ziel weggejietet. Du nennst, wie du es willst, unsportlich. Wie gesagt, nenn es, wie du willst. Spielt am Ende keine Geige. Das ist Bullshit. Und da bin ich auch, da fahre ich eine ganz klare Linie. Wenn das auf meinem Tisch landet, kriegen alle Leute eine Strafe. Weil du kriegst nicht eine Startaufstellung, damit du irgendwo in der Mitte fährst. Und ich könnte mir auch schon fast vorstellen, also normalerweise, wenn du hier fährst, würde dir das System schon einen Pfeil nach rechts anzeigen. Aber vielleicht ist es so, dass du, wenn du ineinander drinne bist, dass das Spiel das nicht mehr korrekt irgendwie, dass das Spiel das nicht mehr korrekt auf die Reihe kriegt. Aber das will ich auf jeden Fall bestrafen. Ja. Nabend Dicey GUT Dicey LO. Das ist ganz klar als Strafe. Oder Herr Sablowski, sehen Sie das auch so? Richtig. Herr Sablowski hat auch gesagt, das gibt eine Strafe. So, meine Damen und Herren, damit würde ich das Gericht für heute schließen. Wir haben alle Akten. Damn, son, where'd you find this? Hey Nils, möchtest du mir bitte zu diesem Vorfall auch mal deine Meinung sagen, bitte? Ja, schick mal den. Würde mich echt interessieren. Vielen Dank dir vorab. Schick her das Ding. Pack in Chat rein jetzt hier, los. Wäre ich schon bezahlt dafür, dass ich mir extra Sachen angucke. Ja, also, ich würde weder ihm noch ihm die Schuld geben, sondern eher ihm, weil ich habe keine Ahnung, was er da wollte. Also, er hat die Kurve verkackt. Er ist draufgefahren. Hat sein Auto natürlich dadurch in Rouge oder Radion oder wie auch immer die heißt, ist ein bisschen wackelig geworden. Und also er ist weder falsch gefahren, noch er. Durch ihn ist das aber passiert. So, jetzt könnte man sagen, er hätte Rücksicht nehmen müssen auf ihn. Weil Hintermann, naja, und er ist halt, was soll er machen? Er hat das Auto halt verloren, weil er zu langsam war. Ja, und dann ist halt Käsekuchen. So, wer warst du? Und hast du eine Strafe gekriegt? Du hast einen 3-Tage-Bann gekriegt?
Ist halt, also am Ende des Tages, ne? Massencrash am Anfang des Rennens. 3 Tage. Steht im Regelwerk drin. Also, wisst ihr, passt auf. Also auch, wenn wir können diese, ne? Wir können uns die Regeln so hinlegen, wie wir sie wollen. Und wir können viel interpretieren und viel sehen im Nachgang, aber am Ende des Tages ist durch der Crash ist durch dich entstanden. Dass er jetzt mehr oder weniger der Entfacher davon war, steht jetzt mal außen vor, weil du musst auf ihn reagieren. Ist Fakt. Du musst auf ihn reagieren. So, du hast das Auto nicht halten können, hast es verloren und dadurch ist der Crash entstanden. So, und die Strafe dazu ist halt einfach 3 Tage Bann. Also ich würde diese Strafe nicht vergeben. Aber als Judge Dizzy würde ich dir auch 3 Tage geben. Weil das steht im Regelwerk. Und das Wichtige daran ist, oder die Lektion, die daraus gelernt werden sollte, ist, dass Leute anfangen müssen, den Staat ruhiger angehen zu lassen. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, der andere hat sein Auto, glaube ich, verloren. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, also Maeve, ich glaube, mir würde es auch schwer fallen, darauf zu reagieren. Bin ich ganz ehrlich. Weil, also du fährst halt runter, was normale Geschwindigkeit ist, finde ich. Also man fährt ja sowieso schon langsamer als normal Radeon und Rouge oder Rouge Radeon. Aber dadurch, dass er so weit links gefahren ist, ist sein Auto hier zur Unruhe gekommen. Und du siehst halt richtig, wie er gleich das Lenkrad rumreißt. Jetzt viel zu spät, weil sein Auto unruhig war. Und ich kann dir wirklich sagen, da wären wahrscheinlich 90% aller Leute hinten drauf gefahren. Weil damit rechnest du nicht. Aber der 3-Tage-Bann ist halt trotzdem, weil durch dich ist dieser Crash entstanden. So, du lässt halt noch rollen. Ich meine, was du fürs nächste Mal, was du besser machen kannst. Fürs nächste Mal, was du besser machen könntest. Weil wir wollen ja auch was davon lernen. Du machst folgenden Fehler. Warum das entstanden ist. Du bremst halt ab, was völlig fein ist. Dann dippst du immer dein Gas. Und dann lässt es weg. Und hier fängst du an, Gas zu geben. Und du fängst halt quasi, dein Auto schiebt hinten, also dein Auto übersteuert schon und schiebt rum und du gibst voll auf den Pinsel, gibst du Gas auf den Curb. Das heißt, dein Auto steht schon so und dein Auto schiebt schon so. Wo soll er hin? Was du wirklich machen kannst, und dafür ist das ja auch da, und scheiß mal, ob du jetzt einen Cut kriegst oder eine Verwarnung oder sonstiges, fahr einfach hier rüber. Dafür ist die Scheiße da. Das machen super selten Leute, die Fläche nutzen, die sie zur Verfügung haben. Also zum Beispiel Barcelona. Ich freue mich in Barcelona, Turn 1, immer wenn ich links starten darf. Weil wenn irgendeiner Faxen macht, fahre ich einfach links raus und dann fahre ich rum. Der muss natürlich ein bisschen bremsen und alles, ne? Aber fahr einfach links rüber. Guck mal, wenn du schon hier merkst, das ja, hier bist du rufgedippt und dann hättest du perfekt nach außen fahren können. So, jetzt hättest du einfach geradeaus hochfahren können. Hättest du gefangen, wärst du nochmal vielleicht ganz kurz auf die Bremse getippt, dass der sich wieder fängt, hältst ihn und dann fährst du geradeaus durch. Aber auf dem Curb, also gerade in Spa, nochmal Gas geben, das Auto ist weg. Das ist wirklich weg. Nee, der rechts ist nicht schuld. Der fährt natürlich seine Linie, ganz klar.
Aber schuld ist er nicht. Nee. So, weil der rechts reagiert darauf auch. Fährt schon langsamer, fährt schon extra aufs Curb. Und er sieht, also er sieht, dass der andere sehr weit raus ist, logischerweise. Dafür ist die Scheißfläche da. Nutzt, also wirklich, wenn da Beton ist, nutzt den scheiß Beton. Nutzt den einfach. Dafür ist der da. Nö. Also ich meine, was soll er dir Platz lassen? So, du dümpelst halt drüben rum am Ende. So. Und das ist ja. Also man muss ja immer davon, ausgehen, Leute, es ist eine Startsituation. Man ist aufgebracht, man ist aufgeregt, es passieren super viele Dinge und man, also bis man wirklich an einem Punkt kommt, wo man nur richtige Entscheidungen trifft. Also wo man wirklich ausschließlich richtige Entscheidungen trifft. Dafür musst du tausende Stunden gefahren sein. Und am Ende des Tages ist es wie im normalen Straßenverkehr. Wenn du mal rechts und links, also rechts vor links nicht beachtest, ist irgendein anderer da, der das für dich macht. Und so ist das hier auch. Die meisten Starts verlaufen eigentlich nur gut, weil irgendein anderer aufgepasst hat und deine Scheiße wieder kompensiert. So. Und an der Stelle, wenn wir den jetzt sehen, wenn wir den Fahrer sehen, der sieht auf dem Radar, du fällst zurück, er fährt hoch und ist schon weit vor. Und du wirst immer weiter, fährst immer weiter nach draußen. Also wäre ich jetzt auch, ne, ich als Dizzy, ich würde auch davon ausgehen, der wird wohl über den Beton fahren. Dann kann ich ja normal hochfahren. So. Und hier an der Stelle, hättest du das auch dicke geschafft, dicke, wenn du nicht auf dem Curb volle Pulle Gas gegeben hättest, weil das hat dein Auto so instabil gemacht, du hättest ja nicht mal irgendwo hinfahren können. Also ich meine, was soll er jetzt noch machen? So, du bist halt, dazwischen hätte noch ein Auto gepasst und du fährst aber schnurstracks das Curb hoch. So, du fährst ja quasi, du fährst ja direkt wieder auf die Rennlinie rauf, obwohl du ja im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, überhaupt gar kein Anrecht darauf hast. So. Dass die Konsequenz ein 3-Tage-Bann ist, ist halt, weil es erste Runde ist und du mehr oder weniger ein bisschen eine ausschlaggebende Kraft dafür bist. Also nutzt wirklich, nutzt scheiß Beton. Dafür ist das da. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fahr einfach raus. Wenn du ein Monster Angst davor hast, in Turn 1 rauszufliegen, geradeaus durch. Barcelona, erste Kurve, rechts raus, links rausfahren. Radillon, links rausfahren. Dafür ist das da. Also wirklich, genau dafür ist dafür wurde das geschaffen. Aber sich mit Mühe und Not und mit aller Gewalt wieder zurück auf die Strecke zu kämpfen, siehe Busstop, den Quatsch, den wir heute gesehen haben. Das funktioniert nicht. Und wichtig dabei ist immer, wenn du Scheiße gemacht hast, akzeptiere deine Scheiße. Wenn du dich verbremst hast im Busstop und du musst außen rumfahren, dann ist das so. Und dann hast du das zu akzeptieren. Und dann kannst du nicht, weil die anderen in Busstop so fahren und wieder hoch, kannst du nicht einfach, weil dir gerade danach ist, 90 Grad da wieder reinfahren. Du hast in dem Moment einen Fehler gemacht und du wirst deine Plätze dafür verlieren. Und das musst du akzeptieren. Das musst du akzeptieren und das musst du lernen, damit umzugehen. Und hier, wie gesagt, ist das genau dasselbe. Akzeptiere einfach, okay, Kacke, hab Mist gemacht, Plan B, fahr raus, geradeaus hoch. Das muss ganz, ganz schnell im Kopf ankommen. Selbiges gilt für das Bremsen, was wir heute gesehen haben. Wenn ihr aus dem Windschatten rausfahrt, könnt ihr nicht später bremsen. Und ihr werdet auch nicht mit aller Gewalt, wenn ihr mal eine halbe Sekunde schneller seid als einer vor euch, werdet ihr da nicht mit aller Gewalt durchkommen. Ihr müsst denjenigen dann in den Fehler treiben. Und das, wie gesagt, ich mache das auch falsch. Dieses Wochenende habe ich auch einen rausgeschoben. Schade, also schade und ärgert mich auch, dass das passiert ist. Aber am Ende musst du halt immer darauf Rücksicht nehmen und musst immer einen Plan B haben. Und man muss auf alles aufpassen. Ansonsten hast du irgendwann so ein Tünnelf, dass irgendwann keiner mehr zurückzieht und keiner mehr Rücksicht aufeinander gibt. Und
Rennsport. Rennsport ist immer noch, auch wenn es super Banane ist, aber Rennsport ist immer noch ein Teamsport, weil du bist nicht der Einzige auf der Strecke. Du hast genauso auf andere Leute zu achten, wie andere Leute auf dich zu achten haben. Und nicht jeder zieht zurück. Aber manchmal ist es sinnvoller, zurückzuziehen, die Kurve besser zu kriegen und in der nächsten einfach dran vorbeizugehen. Das sind so wirklich Basics, die am Anfang Menschen fehlen. So. Und wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, seine Plätze herzugeben. Das ist nur schlimm fürs Ego und für den Internetpenis. Das ist wirklich nur schlimm fürs Ego und für den Internetpenis. Alles andere, das sind nur Lektionen, die du lernst und dadurch wirst du besser. So. Und damit würde ich heute schließen. Sitzung beendet. Sitzung ist beendet, meine Damen und Herren. Der Richard Hunger.